in dieser Publikation haben wir uns wieder mit dem Testen und Bewerten von Indolokalisierungssystemen beschäftigt. Unter Anwendung unseres Test- und Evaluationsansatzes haben wir 120 wiederholbare Experimente unter realitätsnahen Bedingungen durchgeführt. Anschließend wurden diese Ergebnisse entsprechend ihrer Performance und ihrer Umgebungseinflüsse anwendungsbezogen und nach technologischen Kriterien klassifiziert. Mit diesen Daten war es uns möglich, dann sogenannte Entscheidungsbäume zu lernen. Diese Entscheidungsbäume können für verschiedene Dinge genutzt werden. Wir haben gezeigt, wie man sie nutzen kann, um beispielsweise die Konfiguration eines Lokalisierungssystems zu optimieren, ein geeignetes System für eine Anwendung in der Logistik auszuwählen oder um das Systemverhalten eines Lokalisierungssystems besser verstehen zu können. Durch alle diese eben aufgezeigten Nutzungsmöglichkeiten wird die Anwendbarkeit von Indolokalisierungssystemen in der Intralogistik verbessert. Indolokalisierungssysteme helfen uns, Logistikprozesse sicherer, effizienter und transparenter zu gestalten. Wieso dies für uns alle wichtig ist? Nun ja, effiziente Logistikprozesse bedeuten, dass ein heute bestelltes Paket am nächsten Tag schon vor der Haustür ist. Transparente Prozesse bedeuten, dass ich immer weiß, wo sich das Paket gerade aufhält. Und sicher? Nun ja, ich möchte natürlich auch nicht, dass dabei jemand zu Schaden kommt. Aller Voraussicht nach wird es ein Nachfolgeprojekt für dieses zusammen mit unseren Kollegen vom Institut für eingebettete Systeme geben. In diesem Projekt werden wir neben Entscheidungsbäumen auch gelernte Automaten sowie neuronale Netze nutzen, um Indolokalisierungssysteme noch besser modellieren und damit verstehen zu können. Diese Modelle nutzen wir, um anschließend Testfälle automatisch zu generieren, das Systemverhalten vorherzusagen oder die Systeme im Live-Betrieb zu monitoren. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden.